Gleich startet das Qualifying für den Grand Prix von Italien hier auf dem Autodromo di Monza. Die Teams werden jeden Augenblick auf die Strecke fahren. Ich habe mir die besten Szenen früherer Rennen angeschaut und was herausstach, war immer der Abschnitt hin zu Kurve 1. Sie ist nicht einfach zu fahren und logischerweise wollen natürlich alle zuerst da einbiegen. Hier gibt es häufig Unfälle, wenn Fahrer sich um Positionen streiten. Man muss sich zwischen Risikobereitschaft und Selbsterhaltung entscheiden. Es macht keinen Sinn, auf volles Risiko zu gehen, wenn man danach nicht mehr weiterfahren kann. Selbst auf dem Spitzenplatz macht man sich da noch Sorgen wegen der Fahrer hinter einem. Ach, dusch. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Ich habe einen Fahrwerksschaden. Gut, okay, diese Zeit überspringen wir mal. Weil so lange möchte ich doch nicht stehen. Und damit bekommen wir zum neuen Part von Formel 1. Ja, hat die Zeit natürlich jetzt auch natürlich... Ich wollte zuerst bitte hier ran, weil ich möchte gucken, haben sie mir die Zeit jetzt hier abgezogen? Ja, die Zeit ist weg. Das heißt, erstes Quali, ich muss so schnell wie möglich raus, was... ja, ich muss raus. Falls dir das Übersteuern zu schaffen macht, fahr an die Box und wir prüfen die Einstellung. Übersteuern bedeutet, dass die Hinterreifen vor den Vorderreifen den Grip verlieren. Normalerweise liegt das an zu wenig hinterem Abtrieb oder an einer zu steifen Hinterradaufhängung. Alles klar. Okay, gut. Sowas ist nicht schlecht zu wissen. Die Position gefällt mir gerade nicht vom Fahren. Doch, also es ist doch die normale, okay. So, wir haben gerade mal noch möglich. Wir müssen jetzt hier ordentlich durchfahren. Ach scheiße, ich hätte die Ultrasoft nehmen müssen. Ich hätte mir gucken müssen. Die Ultrasoften gehen, haben zwar schnell einen Abrieb, aber sind schnell, so ist mein Empfinden. Ich weiß natürlich nie, ob das so im echten Lauf ist. Noch Max, das gefällt mir noch. Wir brauchen das hier. Triebwerk, was hier losgeht. Okay, hier später bremsen. Eindeutig später bremsen. So. Jetzt gerade mal eine Runde, die wir machen können. Scheiß Reparatur. War denn das? Achso, ja klar, ich habe vorhin einen Unfall gehabt, bin ich bescheuert. So, ab geht's. Und jetzt kommen alle raus hier. Oh, gibt's doch nicht. Jetzt wo ich meine Schnelle habe. Ich habe nur noch zwei Runden zu fahren. Die Kurve war nicht schlecht.
ist das Monster geil. Also was ist denn noch Leben? Scheiße! So. Wo komme ich raus? Fuck! Scheiße. Ja, das war's, Quali Bandits. Ah, Scheiße. Der Fahrradschein hat mich rausgehauen. Und ich glaube, ich habe jedoch halbes Quali oder wie kann man das nennen? Gemacht. Ja, das kann mir schon die Benzinanzeige. Sag bitte nicht, ich darf doch noch in Runde fahren. Weil eigentlich ist das Quali beendet jetzt. Deswegen fahre ich jetzt durch Ziel. Scheiße. 18. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Räikkönen, Hamilton und Sebastian Vettel. Die Startaufstellung steht also fest, jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. War es doch das kurze, okay.